wir reden über Berufsverbote ja tatsächlich immer als historisches Unrecht. Ich glaube, aber sie sind eigentlich, auch wenn nicht die Rede davon ist, unheimlich präsent. Wenn ich Veranstaltungen an der PH mache oder unter Studis, die sagen alle, ohne dass sie das näher begründen können, oh, ich muss doch jetzt aufpassen. Und wenn du dann fragst, warum musst du denn jetzt aufpassen? Naja, das weiß man doch. Man muss jetzt vorsichtig sein, wenn man Lehrer werden will. Und das ist so tief im kollektiven Unterbewusstsein der BRD verankert. Und deswegen glaube ich, dass das durchaus eine sehr aktuelle politische Diskussion ist, weil das Nachwirkungen hat bis heute. Ja. Das nächste Lied, was ich singe, stammt eigentlich ursprünglich von einem Liedermacher aus Baden-Württemberg, der sehr aktiv war in der Bewegung gegen die Berufsverbote, von Walter Mussmann. Und der hat eine, vom Inlandsgeheimdienst war gerade schon die Rede, der den irreführenden Namen Verfassungsschutz trägt. Der hat eine solche, einen Anwerbeversuch des Verfassungsschutzes vertont. Und ja, das war Mitte der 70er Jahre und ich habe eigentlich nur 5 Worte verändern müssen und es hat genau gepasst zu dem, was bei mir passiert ist. Das ist ein weiterer Aspekt, über den man, denke ich, reden sollte. Jahrzehntelange Bespitzelung durch den Geheimdienst bis in privateste Bereiche, das ist halt nichts, was man einfach so, ja, unter ferner Liefen einfach wegsteckt. Und das ist zum Beispiel was auch noch weiter andauert. Also Silvia Gingold und ich beispielsweise, Silvia Gingold ist vielleicht einigen Begriff, Tochter des jüdischen Resistanzkämpfers Peter Gingold. Und ich, wir haben beide bescheinigt bekommen vom Gericht, dass wir zu Recht weiter vom Geheimdienst gespitzelt werden. Und dass trotz der positiven Urteile, die es dann zum Beispiel in meinem Fall gab, diese Bespitzelung selbstverständlich weitergeht. Aber jetzt die gesungene Verfassungsschutzanwärtsche. Du Mädchen, was sitzt du so stumm und einsam am Tresen herum? Komm, setz dich zu mir auf den Bier, ich will ja keinen Kuss oder sowas dafür. Du hast keinen Job und bist blank und das jetzt schon 8 Wochen lang. Nun frag mich bloß nicht, wie ich heiß, ich bin eben einer, der sehr viel weiß. Und du bist genau für mich die richtige Frau. Dein Haar hat keine Spur von einer ordentlichen Frisur. Im Parker siehst du aus wie eine graue Maus, die kennt sich in Schlupflöchern aus. Dich nicht genieren, ich will dich nicht verführen, ich will dich engagieren. Und schau mich nicht an, als ob ich ein Bulle wäre, das bin ich nicht. Ich hau mich mit Knüppeln nicht ab, kein Chemical Race, ich schieß keinen ab. Denn ich bin vom Verfassungsschutz und wir hauen doch nie auf den Putz. Versteh mich, wir sorgen halt dafür, dass es nicht immer irgendwo knallt. Und du bist genau für uns die richtige Frau. Und dafür geben wir dir auch etwas mehr als nur ein Bier. 500 Euro im Monat für den Beginn. Und da ist noch allerhand drin. Nix für die Katz, ich hätte vielleicht meinen Schatz sogar einen Studienplatz. Du kennst doch das Jugendzentrum, da treibt sich mancherlei um. Die bloß protestieren sind uns recht, ich find ja auch manches in diesem Staat schlecht. Doch manchmal hat einer auch zu große Wut im Bauch. Zeug lieber wegnehmen. Und du wärst genau dafür die richtige Frau. Geh einfach öfter hin, du kannst ja an der Theke bedienen. Dann merkt dir, wer da redet und wer mit wem. Und merkt dir genau außerdem, wer Marx im Munde führt und immer kritisiert, weil uns das interessiert.
Sicherung aus. Und doch ist auch sogar das Klo ein zu großes Sicherheitsrisiko. Wer weiß, ob nicht ein Kommunist, anstatt dass er ordentlich pisst, ein Zäpfchen mit Information hineinscheißt in die Kanalisation. Doch du bist genau dafür die richtige Frau, bist in der IG Metall und trotzdem ein bisschen radikal. Du klemm dich hinter jeden, der zu viel weiß. So eine Spur ist immer heiß. Wo hat der sein Wissen her? Vielleicht stammt der, ja, der aus der DDR. Du kennst doch auch den Typen da von der Antifa. Ich find seine Lieder okay, mir tut dieser Nazi-Scheiß auch richtig weh. Aber manchmal geht der zu weit mit seiner Gewaltlosigkeit. Wenn dem niemand hilft, ist er schnell Verfassungsfeind, also kriminell. Aber du bist genau für den die richtige Frau. Halt weiter den Kontakt und sag dann mir, was der dir so sagt. Vielleicht, dass wir dann endlich einmal erfahren, was die gegen die Nazis so planen. Ich sag dir, dass es ihm nützt, wenn er im Schutzhaft sitzt, wo ihm der Staatsschutz schützt. So Mädchen, nun nimm noch einen Schluck. Ich setz dich ja nicht unter Druck. Das war nun mal ein Angebot. Ich will dir bloß helfen, du bist ja in Not. Ich geb dir jetzt 10 Tage Zeit, dann sehen wir uns wieder zu zweit. Dann kannst du entscheiden ganz frei, aber denk dran, ich habe